Hallo meine Lieben, es ist wieder Mio-Zeit. Ich habe am Samstag meine Geschäftseröffnung am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr. Es würde mich sehr freuen, wenn du vorbeischaust, wenn du da das neue Geschäft anschaust, wenn du mit mir anstoßt. Und aus diesem Anlass habe ich 20% auf alles minus 20% im Geschäft. Jetzt gibt es aber Kunden, die in Österreich verteilt sind, die sind stundenlang entfernt oder sogar Kunden im Ausland. Ich habe am Wochenende meine erste Bestellung aus der Schweiz erhalten. Danke, ich habe mich so gefreut. Ich war wirklich gerührt, dass ich als Kleinunternehmerin, als Einzelunternehmerin in die Schweiz schicken darf, dass da jetzt ein Backerl von mir unterwegs ist. Danke, ich freue mich riesig. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Nach Deutschland darf ich schon schicken, da habe ich schon ein paar Pakete geschickt. Und genau, weil ihr ja nicht zu mir kommen könnt, leider, ich hätte es ja gern, ich würde gern alle kennenlernen, aber verstreut seid auch in Österreich, habe ich heute und morgen 20% im Onlineshop eingerichtet. Auf alles, was im Onlineshop drinnen ist, bekommst du 20% Rabatt mit dem Code Opening. Den schreibe ich eh noch dazu. Also Opening und du hast auf alles minus 20% Rabatt. Wenn es jetzt so ist, dass du im Onlineshop das siehst, aber erst am Samstag kommen möchtest, bitte kauf's gleich im Onlineshop und schreibst mal dazu, da gibt's eh so, kannst du mir eher eine Nachricht auch schicken über den Onlineshop, dass ich es nicht versenden soll, sondern du holst es am Samstag ab. Das war's schon, ich freue mich schon riesig drauf. Daher, die Feier ist am Samstag, kommt kein Video am Samstag, aber heute wird es wirklich lang, also nimm dir Zeit, morgen ist auch ein Feiertag, vielleicht kannst du es dir da auch in Ruhe anschauen und es sind so schöne Sachen heute, ich meine, ich finde, ich habe nur schöne Sachen, aber heute ist so besonders schön, ich könnte wirklich wieder den ganzen Kleiderständer zu mir nach Hause bringen in meinen Kasten, ich meine, es wird nicht reingehen, aber mir gefallen die Outfits so gut heute, ich bin gespannt, wie ihr die Outfits findet, so. Dann fange ich vielleicht einmal mit dieser Tasche an. Ich war schon so lange auf der Suche nach so einer Tasche mit diesem Teddy-Stoff. Das ist ja wie so eine Bauchtasche zu tragen. Gibt es in Grün, in Grau und in Weiß. Da zeige ich es noch bei einem anderen Outfit. Also ich finde die mega süß. Ich habe jetzt nur eine kleine Stückzahl. Wenn die nicht mehr im Onlineshop drinnen sind, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben und ich schaue, dass ich sie von meinen Lieferanten wieder bekomme. Gut, dann habe ich diesen genialen Mantel. Ihr wisst ja, ich bin verspielt, ich liebe diese Fransen oder wenn sich da einfach was tut. Und so ist eben der Mantel, der hat da auf der Seite auch Schlitze. Ich werde dir auch wieder die Länge abmessen vom Mantel. Was mir auch gut gefällt, ist dieser Umschlagekragen. Der ist nämlich schön, schön breit, schön schick. Du hast hier wieder Seitentaschen und der passt von Größe 38 bis 44, bis 46 wird der passen. Der fällt so schön, siehst eh, schau wie weit der auch ist und so fällt er einfach so schön gerade runter. Also auch irgendwie so ein Größenwunder. Und gibt es noch in zwei weitere Farben. Kostet 49 Euro, gibt es in Schwarz, in Camel und in so einem Tintenblau, finde ich, ist das. Also ein schönes, dunkles Blau, so ein tintiges Blau. Und dann habe ich da so ein schönes Kleid darunter. Also ich müsste einfach, glaube ich, was drüber tragen, weil ich habe wieder so eine figurformende Strumpfhose an. Einfach vom H&M. Die geht bis darauf, habe ich die Strumpfhose und die haltet einfach dann schön den Speck ein, dass er einfach nicht so rausquillt. Würde ich wirklich jedem empfehlen, der es halt notwendig hat. Die eh schlank sind, brauchen es eh nicht. Also dieses schöne Strickkleid, schön kurz, aber ich finde nicht zu kurz. Da hast du wie ein Bündchen, das Grün finde ich auch besonders schön, gerade zu der Jahreszeit und hat einfach auch wieder so ein wunderschönes Strickmuster, hat einen lockeren Rollkragen, wirklich schön gemacht und kostet 49 Euro das Strickkleid
und gibt es noch in Schwarz und in Camel. Und das wird auch passen von Größe 38 bis, also ich habe sicher so 42 oben, unten so 38, 40, oben 40, 42 und ein bisschen was, also bis 42 wird es gehen von Größe 38 weg. Und dann habe ich meine Boots an, die sind nicht zum Schnüren, die sind da auf der Seite einfach zu zippen und findest du auch im Online-Shop. Da habe ich ein mega Strickkleid in Happy Size, also das geht bis 46, 48. Ich werde das schön abmessen, also bis 48 wird es sicher gehen. Ich habe so 42 und ab Größe 40, so wie ich habe, ja 40, 42 bis 46, 48 und das Kleid kostet 40 Euro und gibt es in Grau und in Camel. So, mehr gibt es eigentlich. Bündchen hat es, unten hat es auch Bündchen. Es geht so knapp übers Knie, hört auf. Und das kaschiert schön, weil es fällt einfach angenehm. Ein bisschen so an die 80er erinnert es mich. Das ist auch so ein tolles Outfit. Lila ist ja jetzt so stark, das siehst du so oft. Und ich fange jetzt wieder mal mit der Tasche an. Das ist so ein bisschen eine elegantere, eine kleine, eine schmälere Tasche um 25 Euro aus veganem Leder und findest du in verschiedenen Farben. Dann habe ich die letzte Woche schon diesen wunderschönen Kurzmantel gezeigt. Der ist halt ideal, finde ich, für Röcke dann. Oder Kleider. Das schaut zwar dann ein bisschen unten raus, aber das wird wirklich gepflegt und schick. Der passt jetzt Ton in Ton zum Mio-Pulli. Die Jacke zeige ich dir, falls du sie letzte Woche nicht gesehen hast. Um 54 Euro in Weiß, wirklich rein Weiß oder in den Lila. Und die hat da so feine Härchen, also wirklich so eine edle, schöne Struktur. Dann diesen Rock. Endlich habe ich einen Rock für größere Größen. Der ist, das ist ein kurzer Plissé-Rock. Geht auch so bis zum Knie. Und das Herrliche ist, also ich habe ja eh schon so eine Größe 40. Ja, der geht wahrscheinlich bis 42, bis 44 wieder leicht gehen. Und ja, weil sonst meine Röcke, die hören alle bei 38 auf. Und man will halt mit Größe 40, 42, 44 auch Röcke tragen. Auch mit größeren Größen natürlich. Aber ich bin noch auf der Suche. Den Mio-Pulli, den kennt ihr, den liebt ihr so wie ich. Ich bin ein sehr hitziger Mensch. Das heißt, ich finde so einen Strick, so einen dünnen Strick mit so 3/4 Ärmeln, es ist überall geheizt. Also mir reicht das auf jeden Fall. Ich habe jetzt drunter nichts an, normal habe ich dann immer noch ein Top drunter an, wenn ich es zu einer Hose trage. Aber ich finde, daher er nicht so lang ist, passt er halt ideal auch zurück. Ich gebe ihm da so ein bisschen rein, da hat das auch einen schönen Abschluss, der Rock. Der Rock kostet nur 30 Euro. Den Mio-Pulli habe ich euch letzte Woche gezeigt, in ein paar Farben. Also jetzt gibt es ihn in Lila, gibt es ihn jetzt in Dunkelblau, in Dunkelbraun, auch schön. Genau, und die habe ich da schon gezeigt. Weiß, Rot und Schwarz ist auch wieder neu. Dann habe ich hier wieder ein wunderbares Kleid in Happy Size, hat auch so ein bisschen so leichten A-Linien-Schnitt. Und ehrlich gesagt, es gibt genug Kundinnen, die sagen, sie ziehen keine Kleider und Röcke an. Und ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe nicht, warum. Warum zieht man kein Kleid oder kein Rock an? Das ist ja das Schöne, dass wir Frauen dieses On-Top haben. Ja, bei Männern ist Hose, Oberteil, fertig meistens. Und wir haben halt dann noch so mehr Auswahl. Also ich verstehe gar nicht, warum man das nicht nutzt oder wie einem das nicht gefallen kann. Und gerade im Winter finde ich es angenehm, mit einer blickdichten Strumpfhose oder wenn du das nicht magst, ziehst einfach eine Leggings an, ein Kleid drüber und du bist gleich fesch angezogen. Ja?
ah, das passt bis 46, das Kleid, oder 48. Ich werde da einfach wieder die Maße einfach abmessen, dass du weißt, wie das ausfällt mit dem Leo, mit dem Innenteil. Einfach schick, modern, ja, und kaschiert halt wieder wunderbar. Und das habe ich jetzt an, deswegen sehe ich den Preis nicht. Ich glaube, muss ich im Onlineshop stets drinnen. Ich habe es da leider nicht geschrieben. Ich glaube aber 50 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses schöne Kleid kostet. So, dann diesen Rock hatte ich schon einmal. Den habe ich jetzt wieder ergattert und wieder zugeschlagen, weil ich in den so verliebt war. Das ist ein Strickrock. Mit, also er wirkt wie ein Plissé, weil er da so diese Streifen hat und hat halt so eine richtig schöne A-Linie auch, oben schön schmal und dann eben da so leicht ausgestellt. So drei Viertel lang ist er circa und passt von Größe 36 bis 40, 42 wird zu eng. So, ich würde natürlich wieder was Lockeres drüber tragen. Also ich finde es eigentlich auch schön, wenn man den Mio Bulli so locker drüber lässt und zum Beispiel die Mio Weste dazu. Die habe ich jetzt auch wieder aufgestockt, leider nur in zwei Farben. Einmal in diesem wunderschönen Camel und dann wieder dunkelbraun. Ich weiß nicht, die hat es mal angetan, dunkelbraun. Die Weste kostet 35 Euro, der Mio Bulli kostet 29. Von den Größen her passt es von Größe 36, 38 bis 42. Der Rock kostet 45 Euro, von Größe 36 bis 40. Und da habe ich mir aber jetzt den Blazer noch dazu gehängt, weil ich finde, so richtig als Business ist es dann einfach elegantere Schuhe. Ich habe einfach die Boots jetzt angelassen. Und wenn es dann einfach elegantere Schuhe anhast, finde ich den grundsätzlich einen Blazer auch schön dazu. Da finde ich, matcht das Camel einfach wunderbar. Die Blazer kosten 45 Euro. Mir ist er ein bisschen zu eng, also er wird passen bis Größe 40, so Größe 38, 40. Oder wenn du hast 36 und ihm auch gern Oversize und locker trägst. Ach, wunderschön. Also immer wenn ich so seufzen muss, dann gefällt es mir einfach besonders gut. Die Kombi ist einfach mega. Mir gefällt das Oberteil so gut. Das ist der klassische Tüllrock, den ich eigentlich eh immer habe. Jetzt habe ich ihn länger nicht gehabt. Jetzt habe ich wunderschöne Herbst-Winterfarben nachbekommen. Und das Geniale, normalerweise die Tüllröcke sind immer auf kleine Größen. Also die ich auch habe im Geschäft, die sind bis 40 maximal. Und dieser Tüllrock geht einfach bis 44, bis 46. Und daher er so gerade runterfällt, macht er jetzt nicht noch mehr Hüfte. Also wenn du auch größere Größe hast und es immer schon dein Traum war, einen Tüllrock zu besitzen, der ist mega. Da sind wirklich alle happy damit. Und passt aber natürlich auch für Größe 36. Ja? Und durch diesen Gummibund ist er eh schön eng, aber der ist einfach auch elastisch und ist dann auch bequem. Der kostet nur 40 Euro, der Tüllrock, und das ist jetzt grau, was ich anhabe. Dann gibt es ihn in dunkelblau, in Camel und in schwarz, und 40 Euro dieser schöne, klassische Tüllrock. Und dann habe ich dieses Traumoberteil. Ja, ich finde, das macht einfach was her. Mit dem, das fallst einfach auf. Ich finde, alles mit Muster ist so ein Hingucker. Ja, einfärbig, finde ich, flasht mich nicht so aus. Es ist eine besondere Farbe. Aber wenn was gemustert ist, muss ich einfach es begutachten. Es ist so. Und der Bulli kostet 32 Euro, ist wieder so eine Netzoptik und passt von Größe 36 bis 42. Unten ist er wieder ein bisschen schmäler, oben hat er die Fledermausärmel und gibt es einmal in den Grau, einmal so mit Grün gehalten oder mit Lila und Petrol, dass ich es rauskriege, dass mir einfällt. Gut, und das war es jetzt einmal mit den Röcke, und jetzt geht es weiter mit Hosen. Das ist auch wieder so ein mega Outfit. Ja, ich will das haben, mir gefällt das so gut.
Das ist jetzt der Pullover in Petrol und Lila. Der Netzpulli um 32 Euro. Und da habe ich eine geniale Hose, eine Cordhose. Ich hoffe, du siehst das gut. Zeigst du da in Grau, gibt es das noch in Grau und in Beige. Ich finde die genial. Was kostet die? 45 Euro. Und die ist etwas kleiner geschnitten. Das ist wieder so eine One-Size-Hose. Aber bei mir ist dann schon Schluss. Die ist wirklich eng. Passt dann so bis Größe 40. Ab Größe 36. Und ja, gefällt mir auch richtig gut, das Outfit. Ich habe jetzt die Schuhe in Weiß an, bitte. Die gibt es in Beige auch. Die werden ja optimal in Beige dazu. Ja. Finde ich richtig schön. Grau habe ich da Zeit, 45 Euro die Hose und diesen schönen Netzpulli auch von Größe 38 bis 42, weil er da unten ein bisschen schmäler geschnitten ist. Das ist mein nächstes Traumoutfit. Finde ich auch so schick und nobel, die Kombination. Die Tasche habe ich euch schon gezeigt, kostet 45 Euro, gibt es in Grün und in Grau noch. Dann habe ich hier einen neuen Pullover, super für mittlere Größe, passt bis Größe 42, aber ich finde auch, wenn du hast 34, 36, dass es so ein bisschen ein Oversize-Pulli für dich ist, finde ich auch mega, einen schönen V-Ausschnitt, nicht zu tief, kostet 35 Euro, gibt es in Weiß, in Camel und in Schwarz. Und wenn du aber einen schmal geschnittenen zum Beispiel haben möchtest, der passt von Größe 34 bis 38, wäre ja auch eine mega schöne Kombi, gibt es diesen Pulli mit so einem noblen Stehkragen, kostet 29 Euro. Das ist auch ein wunderschöner Erdton in Camel und in Schwarz. Und jetzt komme ich zur Hose. Die hat Größen, ich habe die größte Größe an. Sie hat hier auch einen Gürtel und hat da so ein wunderschönes, nobles, schickes Muster. Passt, gibt es von Größe, gibt es 34, 36, 38 und 40. Ich habe jetzt die 40er an und Finish, ja, größer gibt es die nicht. Ist schön gerade geschnitten. Also ich bin 1,65, mir passt die Länge genau. Passend, weiß nicht, wenn du jetzt 1,70 wärst, ob es da nicht ein bisschen zu kurz für dich wäre zum Beispiel. Und da habe ich jetzt die weißen Schuhe dazu kombiniert, da passt es. Also weiß mit Beige, mit Camel finde ich ja richtig schön. Das ist jetzt schon mein letztes Traumoutfit. Die beiden haben eine eigene Struktur, das ist so ein bisschen gerippt. Und hier schaut es aus wie Schnürsamt, die Hose. Ich zeige dir mal den Pulli. Der wird passen. Also bei mir ist dann schon Schluss. Bis 42 ist aber eher figurbetont. Hat eben das schöne Muster, das bedruckte. Kostet 30 Euro. Gibt es in Schwarz, in Grau und in so einem Beige. Und diese Hose ist eine Einheitsgröße, die passt von Größe 38 bis 42, ich habe so Größe 40 circa, also von 38 bis 42 ist schön, gerade, schön locker geschnitten, einfach lässig da die Taschen und kostet 39 Euro, gibt es in den Camel oder auch in Schwarz. Auch eine richtige Hinguckerhose. Mal was anderes als eine 0815 Jeans. Das war's, meine Liebe. Gebt's Gas. Ihr könnt jetzt minus 20% shoppen. Ansonsten freue ich mich wirklich schon sehr auf Samstag. Ich bin schon so gespannt, was los sein wird. Ja, wir werden eh draußen auch Stehtische haben. Und ja, feiert gemeinsam. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich wünsche euch, vielleicht feiert ihr Halloween heute. Habt ihr Kinder, so wie wir, von Haus zu Haus gehen. Und ihr könnt dann morgen den Feiertag genießen. Schönen Abend. Bussi Baba.